Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Grey Matter. Wir befinden uns hier immer noch im unteren Bereich des Daedalus-Clubs, wo wir in der letzten Folge überraschenderweise gelandet sind, als wir an einem Spielautomaten ein bisschen rumgespielt haben. Ob das jetzt das große Los war oder das große Pech, das wird sich noch zeigen. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, hier in irgendeinem der Nebenräume das Licht auszuschalten oder zumindest zu dimmen, denn Beleuchtung haben wir hier immer noch und sind jetzt erstmalig mit diesen neuen Beleuchtungsverhältnissen hier unten unterwegs und ja, gucken erstmal, was sich hier geändert hat. Und mir springt direkt das Gemälde hier ins Auge, weil die Frau scheint hier was in der Hand zu halten. Ah, genau. Wir hatten nämlich, als wir beim letzten Mal das Gemälde hier inspiziert haben, hatten alle leere Hände. Und der Fokus, der wurde so ein bisschen auf die Frau auch gelenkt. Ich weiß nicht, ob die anderen jetzt auch wichtig sind für uns. Jeder der Zauberer hat ein Buch in den Händen. Welches enthält den richtigen Hinweis? Jeder der Zauberer hat ein... Ich habe keine Ahnung, aber hier steht irgendwas von Atlas Shrugged oder so. Keine Ahnung, müssen wir uns das jetzt merken? Muss ich mir das jetzt aufschreiben? Ich habe keine Ahnung. Hey. Immer wenn ich Leertaste drücke, einmal ganz kurz, dann ploppt das Gemälde trotzdem immer wieder auf. Keine Ahnung, ob das vom Spiel so gewünscht ist, aber ich kriege das langfristig auf jeden Fall nicht weg. Ja, ich kann es mir mal versuchen zu merken. Hier Atlas Shrugged von Ayn Rand. Irgendwie glaube ich, dass wir den Namen dieser Autorin irgendwo auch schon mal gehört haben. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich habe da irgendwie sagt mir mein Hinterstübchen, dass da was war. Requisiten von berühmten Zauberern. Eine eindrucksvolle Sammlung. Okay, also die Kommentierung scheint die gleiche zu sein, oder? Wow. Solche Venezianer. Okay, das hat sie beim letzten Mal auch schon gesagt. Das hier ist aber neu. Winziges Cembalo. Das haben wir zuletzt gesehen, als es noch relativ riesig vor unserer Nase stand. Also quasi in Originalgröße. Wow. Dieses Cembalo ist bei dem Licht ja total winzig. Cooler Effekt. Ja, irgendwie eher beunruhigend. Aber dass sie das cool findet, ja, ist ja ihr gutes Recht, ne? Jedem, wie er mag. Das hier war beim letzten Mal allerdings noch nicht. Also diese Statue hier. Aber sie scheint generell wieder zu den hinteren zu gehen. Ich dachte, dass sie zu der vorderen jetzt irgendwas Neues anmerkt. Statuen im antiken Stil. Wahrscheinlich... Okay, das kennen wir auch schon. Und hier oben stand beim letzten Mal eine ganze Menge. Ach, guck mal. Nee. Statuen im... Achso, ich dachte, sie kommentiert jetzt das Peak-Symbol irgendwie. Ah, guck mal, hier sind alle Kartensymbole. Okay, also hier muss man wirklich ganz genau hingucken. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das irgendwie... eine Bedeutung für uns haben könnte. Soll das vielleicht heißen, dass wir auf der rechten Seite die Pik- und Kreuzzimmer finden und auf der linken die Herz- und Karos? Also wir hatten auf jeden Fall, als ich beim letzten Mal hier gewesen bin, auf der rechten Seite so ein Pik-Zimmer gefunden. Tja, ohne die Schlüssel komme ich da nicht rein. Okay, stand da gerade Herzdame. Ach so, okay. Ich frage mich ja sowieso... Wenn wir hier vier solche Symbole haben, warum wir letzten Endes nur drei Schlüssel benötigen. Und wir haben ja auch vier von diesen... Hallo, ich würde eigentlich raus. Wir haben ja auch hier vier von diesen Magiern, was irgendwie alles dafür spricht, dass wir ja auch vier Schlüssel letzten Endes sammeln. Guck mal, hier oben. Obwohl, die Symbole sind die gleichen. Ne? Das ist alles ein... Ist das ein Kussmund oder was soll das darstellen? Auf jeden Fall sind an den Türen Herzchen... Damit wäre meine Theorie, dass wir rechts vielleicht das eine und links das andere haben, hinfällig. Aber wir haben hier immerhin jetzt Beschriftung. Und jetzt weiß ich auch, was mein Fehler war im letzten Part, weil da bin ich davon ausgegangen, dass die Beschriftung chronologisch ist, aber die sind bunt zusammengewürfelt, also... ja, keine Ahnung. Was war denn die Tür, die ich beim letzten Mal gewählt habe? Das war die 3 gewesen, glaube ich, oder? Darüber sind wir, glaube ich, dann auch in den Peak-Raum gekommen. Ah ja, okay. So, jetzt ist natürlich die... Oh Gott. Okay, also so... Oh Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Also beim letzten Mal war hier kein Mensch drin zu sehen. Ich hoffe einfach mal, dass das einfach nur Kunstblut ist und dieser Mensch nicht echt ist. Wird alles nur Teil der Show sein, ganz sicher. Ich war noch nie ein Fan von Horrortricks, aber
Ich muss sagen, diese Requisite ist echt gruselig. Trägt auf jeden Fall zur Atmosphäre in diesem Raum bei. Ja, da habe ich ja beim letzten Mal schon zugestimmt und jetzt erst recht. So, warte mal, haben wir jetzt hier noch irgendwas Neues? Pik-Dame? Menschlicher Schädel, der war beim letzten Mal hier nicht anwählbar. Ich glaube, der hing hier auch beim letzten Mal gar nicht, davon mal abgesehen. Ein Pendel in Form eines Schädels. Ich komme mir vor wie in einem Film von Edgar Allan Poe. Ah, absolut nachvollziehbar. Können wir jetzt die Handschellen vielleicht mitnehmen? Handschellen? Sieht man auch nicht alle Tage irgendwo rumliegen. Wie könnten sie mir weiterhelfen? Ja, erstmal müssten wir sie ja irgendwie bekommen. Da steht, dass der Glaskasten mit einem Alarm gesichert ist. Ob das stimmt? Aber ich bekomme ja halt nach wie vor nirgendwo angezeigt. Vielleicht brauchen wir das hier. Mal an, damit habe ich noch nie versucht, hier irgendwas zu machen. Die Papierfee. Anrufen wird sie wahrscheinlich auch niemanden können. Wir könnten es natürlich auch damit probieren. Nee. Obwohl, guck mal, ein Kartendeck haben wir auch. Also ich müsste ja aber erstmal abwarten, bis mir überhaupt ein Symbol angezeigt wird, ne? Damit wir hier irgendwas machen können. Und da kommen wir jetzt hier erstmal auch nicht weiter. Ich kann nochmal auf die Pistole schauen. Ich glaube zwar, dass wir da auch das gleiche Ergebnis haben werden, aber ja, lass es uns einfach mal probieren. Ich mag keine Pistolen. Okay, da weigert sie sich jetzt immer noch. Achso, ich dachte gerade, hier wäre irgendwas Neues. Dabei ist das einfach nur das Symbol von unserer komischen Laterne, die uns ja Mephistopheles seinerzeit geschenkt hat. Na gut, dann gucken wir jetzt hier nochmal auf das Gemälde. Wird sich bestimmt auch wieder irgendwie verändert haben, schätze ich mal. Ja, sie hält ein Pendel in der Hand. Bei den anderen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sich irgendwas geändert hat, aber sie hatte, oder eine Kette, keine Ahnung was das ist, sie hatte beim letzten Mal auf jeden Fall nichts in der Hand. 4 Zauberer und 4 Requisiten in ihren Händen. Das muss ein Hinweis sein, aber für was? 4 Zauberer und 4 Requisiten. Ach stimmt, jetzt wo sie das sagt, hier haben wir einen Zauberstab, hier haben wir einen Würfel. Was das hier sein soll, keine Ahnung, das sieht irgendwie aus wie so eine plattgefahrene Hand oder so. Tja, keine Ahnung. Also Frau Pendel, ja, habe ich mir gemerkt. Kann ich mir jetzt, glaube ich, auch noch eine Weile merken. Aber was mir das nützen soll, ich habe keinen blassen Schimmer. Verlassen ist eine Option. Frage die Karo 6. Könnte das eine Tür sein? Vielleicht sogar ein Ausgang? Ja, die Frage haben wir uns beim letzten Mal schon gestellt. Die Frage ist, wollen wir überhaupt zu irgendeinem Ausgang. Hier haben wir auf jeden Fall keine Karo 6. Wir sind, obwohl doch, wir sind beim letzten Mal, sind wir doch durch eine Karo 6 Tür gegangen. Ne, und sind dann Tatsache auch rausgekommen. Also ob uns das so weiterbringt, ich weiß ja nicht. So, ich fange jetzt hier mal wieder auf der rechten Seite an. Und gucke einfach mal, wo wir jetzt rauskommen. Okay, das bringt uns nirgendwo hin. Wie sieht's aus mit Peak A? Vielleicht sollte ich mir auch langsam anfangen, das irgendwie aufzuschreiben. Aber ich glaube, bisher kann ich mir das noch ganz gut merken. So, was war das? Das war Peak A. Peak A bringt uns ins... Ich nenne das jetzt einfach mal Karo-Zimmer. Weil ja die ganzen Türen hier alle mit diesem Karo-Symbol ausgestattet sind. Und das hier war unser Ausgang. Und da sind wir nicht weitergekommen. So habe ich das auf jeden Fall noch in Erinnerung. So, hier haben wir jetzt Karo A. Ich will mal ganz kurz gucken, wo wir bei Karo A wieder landen. Ah, okay. So, das ist schon mal gut. Warte mal, dann kann ich mir das nämlich auch notieren. Karo A bringt uns zurück zum Peak-Raum. So. Okay. Ich hoffe, dass der Hinweis jetzt nicht irgendwie noch Relevanz hat, dass ich den Schalter auf Licht aus quasi umgeswitcht haben muss. So, jetzt gucken wir mal, wo wir bei Peak J rauskommen. Peak Q hätte ich mir eigentlich auch notieren können. Das ist echt genial. Auf jeden Fall. Also optisch, wie gesagt, ein ganz großes Kino. Ich mach das Ding mal weg. Irgendwie nervt mich das, wenn das da die ganze Zeit rechts in der Mitte eingeblendet ist. Rechts in der Mitte, rechts oben in der Ecke. So, was können wir denn... Wo bin ich jetzt gerade reingelaufen? Was habe ich das schon wieder voll vergessen?
Ich glaube, das war Peak J. Kann das sein? Peak J bringt uns, wie soll ich denn das hier nennen? Ich nenne das einfach mal Sumpf. So, habe ich mal aufgeschrieben. Peak J, Sumpf. Gut. So, gucken wir mal, was wir hier machen. Oh, die Bretter sind mit schleimigem Moos und stinkendem Wasser bedeckt. Aber ich wüsste nicht, wie ich sonst auf die Plattform kommen soll. Okay, also geht sie da jetzt hin, oder nicht? Ah, hier müssen wir wahrscheinlich... Grüner Schlüssel. An den beiden Enden der Bretter sind Ringe angebracht. Das muss einen Grund haben. Davon gehe ich fast aus. Oh, guck mal, hier könnte sie jetzt theoretisch was machen. Was sagt sie hierzu? Auf der Plattform befindet sich ein grüner Schlüssel. Aber wie komme ich darüber? Okay, okay. Da drüben ist ein grüner Schlüssel. Ich muss ihn kriegen, irgendwie. Okay, also wir haben den ersten Schlüssel immerhin schon in greifbarer Nähe. Die Frage ist, ob wir nicht über diesen Ausgang dort eher hinkommen müssen. Macht sie da jetzt was? Oh, Tatsache. Nee. Ich schaff's einfach nicht, dass das Brett an Ort und Stelle bleibt. Es bewegt sich jedes Mal, wenn ich es berühre. Ich kann nicht auf diesen Brettern gehen, solange sie sich noch bewegen. Okay, jetzt kommentiert sie das auch nicht weiter. Also ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dass wir nichts in unserem Inventar haben, was uns hier irgendwie weiterhelfen könnte. Ich probiere das einfach mal der Vollständigkeit halber, aber... Nein, das hilft mir nicht dabei, über diesen Sumpf zu kommen. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, nach welcher Art von Gegenstand wir jetzt Ausschau halten. Vielleicht ein Seil oder irgendwie eine Kette oder sowas. Irgendwas, womit sie die Bretter vielleicht ranziehen kann. Okay, aber das sollte ich mir dann wohl auf jeden Fall merken. Und da kommen wir jetzt auch nicht hin, oder? Da komme ich nicht hin. Okay, schade eigentlich. Vielleicht werden wir da sogar nur zum Schlüssel hinkommen. Ich weiß es nicht. Hauptsache ist, dass ich hier nicht irgendwas übersehen habe, was wir vielleicht mitnehmen können. Was sagt sie hier? Hä? All diese kleinen Plattformen scheinen gleich weit voneinander entfernt zu sein. Das muss irgendwas zu bedeuten haben. Wundert mich, dass sie hier in der Ecke gerade irgendwas kommentiert hat, obwohl mir das nicht als Kommentieroption quasi zur Verfügung stand. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt erstmal zurück. Das muss man sich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich hoffe, dass ich jetzt mit meiner Peak J-Notiz auch richtig lag. Ja, okay, alles klar. So, damit kommen wir dann also in den Sumpf. Gut, dann gucken wir mal, was wir bei der K-Variante finden. Irgendwie finde ich das ganz cool, das Rätsel. Mich hat das damals aber echt vor eine ziemliche Herausforderung gestellt. Okay, bei K ist auch nichts Besonderes. Was soll das hier sein? Ist das eine 8 oder ein B? Das ist irgendwie so weit außen. Das ist irgendwie ganz schwer zu erkennen, wie ich finde. Aber wir gucken mal. Vielleicht wird sie... Vielleicht kommen wir mit den Handschellen weiter. Oh, warte mal. Das ist doch mal eine Idee. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn ergibt, aber wir könnten das ja mal probieren. Ob sie jetzt vielleicht irgendwas anderes da... Ja, okay, jetzt kann sie die auch mitnehmen. Perfekt. Da steht zwar, dass der Glaskasten mit einem Alarm gesichert ist, aber ich würde mir die Handschellen wirklich gern krallen. Dann mal los. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst vor dem... Kein Alarm. Zumindest keiner, den man hören kann. Fragt sich, ob wir uns trotzdem jetzt so in Sicherheit wähnen sollten. Was sagt sie dazu? Diese Handschellen kann ich vielleicht noch brauchen. So, das werden wir direkt mal vertesten. Das wäre natürlich cool, weil vielleicht haben wir für jeden Abschnitt immer so einen Lösungsraum quasi, der irgendeinen Schlüssel beherbergt oder so. Das wäre natürlich cool. Schauen wir mal, ob sie hier mit was anfangen kann. Oh, das wäre so cool. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich schätze ja fast, dass sich das mit der Pistole dann ähnlich verhalten wird. So, jetzt sollte das Brett an Ort und Stelle bleiben. Diese Handschellen sind perfekt dazu geeignet, die Bretter miteinander zu verbinden. Zufall? Niemals. Okay, weil bei der Pistole wird das mit Sicherheit ähnlich laufen. Da werden wir bestimmt auch irgendwann mal irgendwo nicht weiterkommen und dann feststellen, dass die Pistole uns irgendwie aus der Patsche hilft. Also mutmaße ich jetzt einfach mal.
Aber schön ist, dass wir uns jetzt hier den Weg erstmal... Verdammt, so wird das nichts. Ich muss anders gehen. Was? Auch das noch? Hä? Diesen Weg habe ich schon probiert. Das hat nichts gebracht. Oh nee, also muss ich jetzt doch da hinten dann... Oh, das wäre so doof. Diesen Weg habe ich schon Okay, aber was kann sie denn sonst jetzt hier machen? Das ist ja mal uncool. Ja, okay, da habe ich mich wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster gelehnt, als ich irgendwie behauptet habe, dass... das direkt angrenzend unser... Unser Lösungsweg vielleicht schon zur Verfügung steht. Diesen Weg habe ich schon... Also egal welches Brett... Diesen Weg habe ich... Ja, egal welches Brett ich anklicke, sie kommt nicht weiter. Tja, schade eigentlich. Tschüss, schöner Sumpf. Die muss ich nicht unbedingt hier lassen. Was? Ich habe auch nicht gesagt, dass du die da lassen sollst. Ich habe die aber hier noch in unserem Inventar gesehen. Deswegen dachte ich eigentlich, dass du sie auch automatisch wieder mitnimmst. Oh, ist das ärgerlich. Aber da sieht das irgendwie so aus, als ob relativ wenige Bretter nur zur Verfügung stehen. Aber gut, ich meine, spätestens wenn wir den anderen Ausgang irgendwann finden, wissen wir ja, wo wir dann, falls wir da nicht weiterkommen, nochmal ganz schnell wieder zur anderen Seite, wo wir gerade eben waren, hinkommen. Also, es war gerade voll kompliziert formuliert, aber vielleicht wisst ihr trotzdem, was ich meine. So, dann gucken wir mal. Peak 9 bringt uns auch nirgendwo hin. Peak 8? Oh, okay. Okay, das heißt, Peak 8, ich muss mir das mal kurz aufschreiben, bringt uns zurück zum... Herzraum. Herzraum. So, okay. Ich habe mir aber nicht notiert. Warte, das mache ich jetzt auch mal eben schnell. Tut mir voll leid, wenn das jetzt für euch ein bisschen langweilig ist. Was ist das? Herz 3 führt zum Peakraum. Alles klar. So, hatten wir beim letzten Mal, ja, die 10 und die J, die hatten wir probiert. Ich gucke jetzt mal hier einfach weiter, weil den Peakraum, den haben wir dann damit eigentlich so weit durch. Vielleicht kriege ich das auch für den Herzraum noch hin. Hier haben wir ein R-Herz. Ein R-Herz, klingt irgendwie komisch, oder? Ach, ich finde diesen Raum so wunderschön. Ah! So, wartet mal. Herz R bringt uns zum Sumpf. Alles klar. Vielleicht werde ich diese Notiz auch gar nicht mehr brauchen, wenn wir nämlich jetzt hier auch an unser Ziel kommen würden. Was ich doch einfach mal ganz stark hoffe. Aber wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, dann weiß ich echt auch keine Lösung mehr. Sieht irgendwie auch nicht viel, viel versprechender aus als das hier. Aber gut, wir gucken einfach mal, was passiert. Ja, bisher ganz gut. Aber auf ein Brett lief sie hier ja auch. Muss nicht unbedingt was Gutes heißen. Mist, schon wieder eine Sackgasse. Was? Oh nein, warum? Diesen Weg habe ich schon probiert. Das hat nicht... Oh nee. Diesen Weg habe... Ja, was soll ich jetzt damit? Es muss eine Möglichkeit geben, an diesen Schlüssel zu gelangen. Oh nein, ey. Ich dachte jetzt, dass das irgendwie voll klar gehen würde und so. Oh Mann. Okay, jetzt bin ich demotiviert. Diesen Weg habe ich schon... Oder es fehlt uns wirklich noch irgendein Item. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dieses schon besitzen. Deswegen, ja, gehe ich jetzt einfach mal wieder zurück. Ey, das ist ja blöd. Ich dachte, ich kann jetzt hier wenigstens mit ein Drittel... Die muss ich nicht unbedingt... Ja, ich weiß. Ich dachte, ich kann jetzt wenigstens mit ein Drittel der verfügbaren Schlüssel hier wieder rausgehen aus diesem Part. Aber irgendwie fangen wir jetzt schon wieder komplett von vorne an. Vielleicht hätte sie tatsächlich jetzt schon die Pistole mitgenommen. Aber das ergibt irgendwie einfach keinen Sinn. Oder ich habe noch eine andere Idee. Vielleicht müssen wir... vielleicht müssen wir dahin, wenn das Licht wieder eingeschaltet ist. Ne, das ist jetzt eigentlich so fast die naheliegendste Lösung für mich gerade. Oder, wie gesagt, es fehlt ein Item, also eins von beiden. So, in die hinterste Tür kommen wir nirgendwo hin. Wie sieht es mit der aus? Oh, die kann ich auch ganz schwer kennzeichnen, weil ich ja hier gar nicht lesen kann.
wie beschriftet ist. Okay, ich bin fast sehr dankbar, dass wir jetzt hier nicht an einen neuen Ort kommen. So, gucken wir mal, wo wir hier stranden. Oh, das mit dem Sumpf, das würde ich so gerne abhaken. Also das hat gerade irgendwie höchste Priorität für mich. Okay, sehr schön. Also die Räume, die man jetzt so nicht erkennen kann, die bringen uns auch nicht weiter. Ich gucke mal hier nochmal auf den Automaten. Ich meine, jetzt mit dem veränderten Licht haben wir hier noch nicht raufgeschaut. Der Daedalus Club hat ganz schön viel... Okay, sieht auf jeden Fall auch anders aus. Ich kann mich zwar nicht mehr so ganz genau an den erinnern, aber irgendwie war mir so, als ob der anders ausgesehen hätte. So, jetzt versuchen wir mal Herz 8. Eine von den beiden Türen wird 100 Pro noch irgendwo anders hinführen. Okay, die auf jeden Fall nicht. Ich wäre nicht traurig drüber, wenn das in kein neues Gebiet führt. Herz 9. Ah. Oh mein Gott. Okay. Herz 9 bringt uns in den Kreuzraum. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Ich finde die aber unfassbar gruselig. Also auch mit den Gesichtern hier und alles. Irgendwie, ja, bin ich so hin und her gerissen zwischen Begeisterung und Schüttelfrost. Fangen wir mal hier erstmal mit dem hier an. Ah, wie geil die Türen aussehen, oder? Richtig schön. Hui! Sieht aus wie so ein oller Schamane oder so. Sieht aus, ein bisschen aus wie Gronkh mit Spitzenpickeln oder so. Der Automat gefällt mir. Aber ich bin noch nicht so blöd und werf da eine Münze rein. Okay. Oh. Be courageous, nothing could really harm you, could it? Sei mutig, nichts kann dich wirklich verletzen, oder? Ja, ja, hier unten kann mir nichts passieren. Klar. Die Tatsache, dass sie das erwähnen, macht mich ein bisschen stutzig. Nicht nur dich, meine liebe Sam, nicht nur dich. Ja, ja, hier die Tatsache... Okay, auf jeden Fall ist sie auch skeptisch. Das beruhigt mich gerade ein bisschen. Ja, ja, die Tatsache... Weil sie sonst immer so mutig ist und alles immer so cool findet und überhaupt. So, okay. Gelesen haben wir das auf jeden Fall. Ich wette, dieser Hinweis wäre nicht erkennbar, wenn man das Licht noch eingeschaltet hätte. Hier haben wir wieder Kaninchen. Diesmal allerdings nicht mit zwei Köpfen. Oh, was für schnuckelige Kaninchen. Die sind ja fast so süß wie Houdini. Aber nur fast. Oh, die sind ja... Okay, so was sagt sie hierzu? Sagt sie zu jedem Kopf was anderes? Nee, ne? Zwei Schrumpfköpfe sind hier so zusammengefasst. Probieren wir es mal. So sehen sie viel witziger aus. Wenn diese riesige Schlange nicht wäre. Witzig. Mhm. Alles klar. Okay, Sam, wir teilen wahrscheinlich doch nicht denselben Humor. Und die Schlange, die ist mir ehrlich gesagt bis gerade eben gar nicht aufgefallen. So sehen sie viel, wenn diese... Okay, also sie kommentiert das auf jeden Fall alles gleich. Was haben wir hier? Mythologische Statuen. Gucken wir uns mal an. Ich gucke derweil mal, ob hinten noch irgendwas aufploppt. Hier haben wir noch einen Fischkopf. Und das Gemälde. Ansonsten sind wir, glaube ich, fast durch, oder? Ansonsten haben wir hier nur noch Ausgänge. Nein. Achso. Oh Gott, ich dachte, sie geht da jetzt durch die Tür. Da wollte ich nämlich noch gar nicht hin. Artemis. Eine jagende Gottheit. Ich glaube, das ist Artemis. Was die nicht so alles weiß. Artemis. Artemis. Okay, hier wiederholt sie sich. Und ihmchen hier? Diese Atlas-Statue sieht solide aus. Ich frage mich, ob ich sie irgendwie bewegen kann. Oh, das klingt schon mal gut. Probieren wir das mal. Guck mal, der sieht auch aus, als ob er eigentlich irgendwas tragen würde, ne? Was sie dann wiederum abschießen will oder so. Ich glaube, das war gut. Oh, oh. Seht ihr, was ich sehe? Das heißt, wenn wir das nächste Mal... Ich habe die Statue woanders hingeschoben. Ich frage mich, wo sie jetzt ist. Wir haben es ja gerade gesehen. Das heißt, wenn wir das nächste Mal in diesen komischen Todesstachelraum kommen, dann werden wir davon dann nicht mehr getroffen werden, ne? Weil der hält sie ja dann quasi auf. Also die Statue hält die Stacheln auf, so rum. Oh, irgendwie finde ich den Raum cool. Ich glaube, das ist bisher mein Lieblingsraum. Oder der erste. Uah, der Fisch ist ja ganz schön unheimlich. Der hat so eine Art Schnabel. Muss eine Laune der Natur gewesen sein.
Ähnlich wie bei mir. Okay, also der Vergleich, der hinkte jetzt ein bisschen, aber ich fand ihn irgendwie trotzdem witzig. So, was haben wir sonst noch hier? Gemälde? Das hier kommentiert sie nicht. Das sieht irgendwie aus wie, so Ausstellungsstücke oder so. So ein bisschen wie so eine Museumsvitrine oder so. So, okay. Das ist ein cooles Bild, aber auch relativ bedrohlich. Wir haben hier eine Karte. Hier eine Daedalus-Kettensäge. Mhm, sehr beruhigend. Und hier jeweils Knarren. Die tragen Waffen. Ich brauche doch keine Waffe, um das Rätsel zu lösen, oder etwa doch? Naja, beim Daedalus-Club kann man nie wissen. Und spätestens jetzt wird sie die Pistole nehmen. Ich sag's euch, wir müssen unbedingt zurück in diesen komischen Peak-Raum. Die tragen Waffen. Naja. Okay, hier wiederholt sie sich. Kommentiert sie sonst noch irgendwas? Nö, okay. Das heißt, so bestimmte Dinge muss man sich wahrscheinlich merken, um die dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mitzunehmen. Ne? Das ist jetzt vielleicht die Lehre, die ich hier rausziehen kann. So, wir werden jetzt erstmal versuchen, die ganzen Seitentüren nochmal abzulaufen. Das hier ist zum Beispiel die Kreuz 7. Okay, probieren wir es mal mit der Kreuz 3. Boah, das ist da hinten so schwer zu erkennen. Beziehungsweise eigentlich gar nicht lesbar, oder? Also so schlecht sind meine Augen eigentlich nicht. Ja, sind auch nicht die allerbesten, aber ich weiß nicht, es ist auch relativ nah am Monitor dran, jetzt hier für diese Aufnahme explizit, weil ich ja wusste, was mich jetzt hier erwartet, aber tue mich damit trotzdem schwer. Ich muss mir jetzt einfach merken, die zweite von links, also bei Kreuz. Zweite von links hinten. Oh Gott, okay. Oh Gott, wie soll ich mir das jetzt notieren? Zweite Tür links hinten Kreuz. Ja, ich glaube, komplizierter kann ich das gar nicht beschreiben, aber damit kommen wir in den Karo-Raum. Okay, den habe ich ja. Ich weiß, dass wir über Karo A wieder in den Peak-Raum kommen. Was eigentlich gar nicht so verkehrt ist, das können wir direkt mal machen, weil ich dort ja auch ausprobieren kann, ob wir die Pistole mitnehmen können. Und wenn wir die schon mal haben, wir wissen ja nicht, wann wir sie konkret brauchen, dann kann es sein, dass wir die dann vielleicht auch demnächst schon zum Einsatz bringen können. Deswegen laufe ich jetzt erstmal so rum und nicht irgendwie anders. So, nimmt sie das jetzt mit? Ich mag keine Pistolen. Okay. Das heißt, dieser Hinweis auf dem Bild hat ihr nicht ausgereicht? Das finde ich ja fast ein bisschen töricht, meine liebe Sam. Ich weiß ja, dass du eine sehr gute Kombinationskünstlerin bist und nicht nur eine Zauberkünstlerin, aber das finde ich ja ein bisschen dumm, so, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, warte mal, komme ich jetzt über Peak A komme ich wieder ins Karo-Zimmer. Oh, gut, dass ich mir das mitgeschrieben habe, weil spätestens jetzt wäre ich wahrscheinlich heillos überfordert gewesen. So, dann werden wir jetzt hier mal weitermachen. Oder bin ich hier schon alle abgelaufen? Ich glaube, ich habe damit angefangen, kann das sein? Ich glaube aber, alle Türen habe ich hier noch nicht ausprobiert. Wir probieren das jetzt einfach mal. Das wäre jetzt die Karo 5. Okay, bringt uns nirgendwo hin. Das hier erkenne ich wieder nicht. Aber wenn wir jetzt in Treffer landen sollten, dann kann ich da so eine zwei Striche unter meinem letzten Eintrag machen. Ach, Mist, schade. Weil das wäre dann auch wieder die zweite von hinten gewesen. Aber ich glaube, die hinteren Türen, die bringen uns alle irgendwie nichts, weil die hatte ich ja schon probiert, ne? Als ich auf der Suche nach der Karo 6 war. Ich will jetzt trotzdem mit Stift und Zettel bewaffnet das gerne nochmal probieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese hinteren Türen hier immer, die wir ja bisher nur aus dem Peak-Zimmer heraus aufgesucht haben, dass die vielleicht auch in sehr, sehr zentrale und wichtige Räume führen könnten. Oh Gott. Das wäre jetzt die... Okay, warte. Das kann ich mir auch fast ähnlich abkürzen. Das war nämlich die zweite Tür, nur eben rechts hinten, genau. Okay, und im Karo-Raum war das. Und das führt uns in den Kreuzraum. So, alles klar. Im Kreuzraum haben wir allerdings, glaube ich, schon alles abgesucht, oder? Nee, wir sind hier reingegangen und kamen dann weiter. Das heißt, ich kann jetzt hier meine Suche quasi fortsetzen oder meinen Rundgang und einfach mal gucken. Okay, hier kommen wir nirgends hin. Guck mal, die ist ganz schwer zu erkennen.
Hier ganz hinten ist so ein ganz schmaler Streifen, der ja letzten Endes eine Tür darstellt. Also wenn man da nur oberflächlich hinguckt, läuft man echt Gefahr, die auszulassen. Okay, man hätte eh nichts verpasst, aber ja, hätte ja auch anders ausgehen können, ne? So, dann bin ich jetzt bei der zweiten hinten rechts. Okay, bringt auch nichts. Bei der dritten hinten rechts. Und hier vorne kann man die ja auf der Seite hier irgendwie gar nicht erkennen. Also was das darstellen soll oder ob das mit einer Zahl oder einem Buchstaben gekennzeichnet ist. Kann ich irgendwas Neues absuchen? Nee, aber guck mal, sie kennzeichnet das jetzt hier als Artemis. Okay, die rechte Seite scheint mir irgendwie nicht so erfolgsversprechend zu sein. Das heißt, wenn in dieser Tür jetzt auch nichts sein sollte, dann haben wir nur diese hier. Oh. Oh. Okay. So, das war jetzt die erste Tür. Nee, das müsste ich ja dann nicht als die erste. Oh, Mist, er sieht ja, fangen schon die Probleme an. Vorderste Tür, rechts im Kreuzraum bringt uns zum Herzraum. So, jetzt ist mein Zettel auch vollgeschrieben. Ey, voll unübersichtlich. Also nach dem Part muss ich das auf jeden Fall irgendwie nochmal ein bisschen ordnen. Oh, das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier überall durchgelaufen bin, aber ich glaube fast ja. Kann es sein, dass wir Tatsache vielleicht jetzt sogar schon alle Räume abgecheckt haben? Herz R bringt uns in den Sumpf. Bei Herz 9 komme ich wieder in den Kreuzraum. Lass uns das mal nochmal probieren. Weil dann will ich mir mal angucken, wenn ich da in die hintere Tür reingehe, wo wir da rauskommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann in diesem Raum landen, wo wir seinerzeit wo diese Stacheln da von der Decke gekommen sind, da wo wir vorhin auch die Statue reingeschoben haben. Ob wir da jetzt wiederum neue Erkenntnisse gewinnen werden, ist dann die andere Frage, aber ich denke ja fast schon. Artemis. Okay, hier wiederholt sie sich nochmal. Also ich denke mal, wir werden spätestens im nächsten Part dann nochmal... Oh. Okay. Wir haben also mehrere Zugänge. Okay, das ist sehr interessant. Da kann ich ja fast wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen. Vielleicht werden wir diesen Part doch beenden mit einem Schlüssel im Gepäck. Das wäre so cool. Passt auf, ey, am Ende sind ja alle drei Schlüssel irgendwie verborgen. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, wie man an die einzelnen Schlüssel rankam. Aber das hier sieht doch fast gut aus, oder? Guck mal, das sind vier Bretter, die allesamt nach geradeaus die gerade Linie auch ergeben könnten. In mir keimt gerade so ein bisschen Hoffnung auf, wenn ich gerade voll den Perspektivknick habe. Ich glaube, hier waren wir. Oh, ich glaube, wir haben es. Guck mal, das sieht doch nach einem guten Weg aus, oder? Ja, ich glaube, Sam läuft da jetzt auch durch. Yay! Pass auf, ey. Und jetzt will ich nach dem Schlüssel greifen und der versinkt im Matsch oder so. Nee, wir kommen Tatsache ran. Perfekt, super. Ein grüner Schlüssel. Vielen herzlichen Dank. Bei wem bedankst du dich denn? Du hast das doch hinbekommen. So, was sagt sie hierzu noch? Mit diesen Planken war es gar nicht so schwer, sicher auf die Plattform zu gelangen. Wie auch immer, ich musste ja nicht nochmal rüber. Zum Glück. Na, das sagst du jetzt. Das sagst du jetzt, meine gute Sam. Aber dieser Raum, der hat mich auf jeden Fall eines gelehrt. Sei dir nie sicher, dass du alles... Cooler Trick. Aber eigentlich ziemlich einfach, wenn man es mal gesehen hat. Ja, wenn du nicht nach links und rechts laufen kannst und dir die Ränder genau abstecken kannst, dann verlass dich nie darauf, dass du den kompletten Raum siehst. Das ist jetzt so meine Erkenntnis, die ich daraus gewinnen kann. Aber mich irritiert gerade ein bisschen, dass wir ansonsten kaum... Die muss ich nicht unbedingt hier lassen. Dass wir ansonsten kaum noch Wege haben. Eine Sache fällt mir noch ein, und zwar im Karo-Raum. Da bin ich auch noch nicht in der hinteren Tür gewesen. Das würde ich gerne in dieser Folge... gerne nochmal ausprobieren. Und dann müsste ich mir für den nächsten Part wieder einen Masterplan einfallen lassen und werde das wahrscheinlich wieder mit eingeschaltetem Licht probieren. So, warte mal. Zweite Tür links. Okay, hier kommen wir jetzt in den Karo-Raum. Wenn mich nicht alles täuscht. Ey, meine Notizen sind echt so Gold wert. Ich glaube, wer sich hier nichts mitschreibt, ey, der ist echt aufgeschmissen. Oder hat ein mega gutes Gedächtnis. Das kann natürlich auch sein. So, warte mal. Was sagt sie zum Schlüssel?
Ich muss noch mehr Schlüssel finden. Das hast du gut erkannt, Miss Everidge. Sehr gut erkannt. Sehr gute Kombinationsgabe. Das gibt eine 1 mit Sternchen. So, warte mal. Was waren da? Ach, das Informationskästchen. Haben wir uns, glaube ich, auch noch nicht angeguckt, seit wir das Licht abgestellt haben. Ach so, doch, haben wir schon. Okay. Glaube nicht. Glaube nicht. Das kennen wir schon. Sag mal, sind wir in dieser Tür hier gewesen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde da gerne kurz reingehen. Ich meine, ich habe ja auf meinem schlauen Zettel fast alle möglichen Wege, die uns wieder hierhin zurückbringen. Ich will nur mal eben kurz schauen. Verstehe. Da wären wir also dann dahin gekommen. Okay, dann war es ja fast gut, dass ich diese Tür übersehen habe. Sonst hätten wir uns da nur noch unnötig lange aufgehalten. So, dann bin ich jetzt echt gespannt, wo uns dieser Weg hier hinführt. Denn ich glaube, es ist der einzige, die einzige Tür, die wir bis dato noch nicht beschritten haben. Zumindest von denen, die ich gesehen habe. Uh-oh, das dürfte interessant werden. Das kannst du allerdings laut sagen. Was ist das denn? Oh mein Gott, okay. Ich habe das blöde Gefühl, als ob das jetzt hier wieder so ein Raum sein könnte, wo wir einen weiteren Schlüssel bekommen. Im Hintergrund tickt auch eine Uhr. Das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Ich gehe mal hier erstmal nach rechts. Wir haben nämlich zwei Ausgänge hier. Ich glaube, jetzt sollte ich mir aber auch merken, wie ich laufe, ne? Ich versuche mal rechts, rechts. Oh, ich werde hier über die Spiegel. Kann man irgendwie irgendwo erkennen, was richtig und was falsch ist. Ich laufe jetzt einfach so total sinnlos rum. Guck mal, hier sind zwei... Ne, obwohl. Hier ist jeweils eine Lampe an. Das ist auf... Ich versuche gerade so ein bisschen Unterschiede auch herauszuerkennen. Ich will nur mal gucken, was passiert, wenn man hier irgendwas falsch macht. Jetzt zweimal rechts, links, rechts gelaufen. Keine Ahnung, wie viele Versuche man hier unternehmen muss. Ich weiß noch nicht, ob man hier jetzt überhaupt schon weiterkommen kann. Guck mal, hier ist jetzt ein kleines Gefäß und hier ein großes. Darauf könnte ich ja jetzt demnächst mal achten. Ich habe jetzt ein großes Gefäß. Ich laufe mal immer dem großen hinterher, weil das ist so auf den ersten Blick der einzige Unterschied, den ich feststelle. Vielleicht auch noch den Lichteinfall berücksichtigen oder so. Aber ich glaube, also das ist schon relativ auffällig. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich irgendwie... Obwohl, jetzt ist hier dieses rechte Gefäß irgendwie immer auf der... Also das große Gefäß immer auf der linken Seite. Ob das so richtig sein kann? Oder ist das die ganze Zeit so? Ja, okay, wenn das die ganze Zeit schon so ist, dann brauche ich darauf natürlich nicht so die Acht zu geben. Es sei denn, man muss dem kleinen Gefäß immer folgen. Nee, guck mal, jetzt ist das hier auf der rechten Seite. Ich versuche mal dem kleinen immer zu folgen. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Ich frage mich, ob man hier sonst noch auf irgendwas achten kann. Jetzt ist das Kleine wieder auf der rechten Seite. Weil es gibt hier so viele Dinge. Auch diese ganzen Gardinen-Deko-Sachen. Die sind irgendwie so auffällig. Also die laden förmlich dazu ein, dort irgendwelche Unterschiede rauslesen zu können. Aber wenn nicht, dass der Schlüssel irgendwann genau vor meiner Nase ist und ich voll an dem vorbeilaufe... Ich hoffe einfach mal, dass das nicht passiert. Okay, jetzt ist das kleine Gefäß irgendwie immer auf der rechten Seite. Ich habe keine Ahnung, wonach sich das jetzt hier ausrichtet. Vielleicht haben wir irgendwo schon mal einen Hinweis dazu bekommen, worauf wir achten sollen in dem Zusammenhang. Aber wenn es Hinweise gab, dann erschließen die sich mir nicht mehr so ganz. Tut mir voll leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen unstrukturiert durchlaufe. Aber das wäre jetzt ein Raum, wo mir eigentlich auch nicht mehr viel einfällt. Außer vielleicht, dass wir hier nochmal hinkommen sollten, wenn wir diesen Lichtschalter umgelegt haben. Aber das können wir wiederum relativ einfach machen. Genau, weil der Lichtschalter, der befindet sich ja unmittelbar hier. Ich weiß, dass die Folge gerade ein bisschen Überlänge gewinnt, aber irgendwie würde ich gerne diesen Raum jetzt hier maximal durchtesten wollen. Einfach mal, um zu gucken, was wir sonst noch so für Möglichkeiten haben. Und den nächsten Part, den werde ich dann mit Sicherheit direkt auch damit starten, dass ich mir angucke... Warte mal...
Ach so, nee, ich dachte, das kommentiert sie jetzt neuerdings, aber ist nicht so. Das sieht auch irgendwie aus, als ob man diesen Raum hier drehen könnte, ne? So ein bisschen. Hm. Okay, also auf den ersten Blick würde ich sagen, hat sich hier nichts verändert. Ich guck mal kurz, wenn ich jetzt dem kleinen Gefäß folge, ob sich jetzt hier wieder irgendeine Änderung ergibt. Scheint auf den ersten Blick nicht der Fall zu sein. Hm. Okay, folgen wir mal dem Großen. Also vielleicht bin ich jetzt auch, vielleicht habe ich mich jetzt auch zu schnell von meiner Route abbringen lassen. Aber ich glaube irgendwie, dass das hier mit großem und kleinem Gefäß nicht zur Lösung führen wird. Weil am Licht hat sich ja auch nichts verändert. Ich hatte gehofft, dass man hier vielleicht optisch auch einen Unterschied feststellen würde, aber ist nicht der Fall. Also irgendein Indiz wird es geben. Entweder irgendwie bezogen auf die Deko hier oder auf das Klicken im Hintergrund oder auf die Fenster. Die Fenster? Hm. Nee, ich habe keine Ahnung. Also, da werde ich dann beim nächsten Mal vielleicht nochmal genauer. Ich muss da wahrscheinlich hinschauen, weil ich bin mir relativ sicher, dass wir da auch irgendwie einen der Schlüssel bekommen werden. Aber vielleicht haben wir auch einfach nur den entscheidenden Hinweis ausgelassen. Und ich lege jetzt erstmal große Hoffnung in diesen einen Raum, wo die Stacheln von oben runtergekommen sind. Und hoffe, dass wir vielleicht in der nächsten Folge dort, dadurch, dass wir die Statue jetzt dort auch platziert haben, irgendwie weiterkommen und ja, vielleicht auch neue Hinweise ergattern können. Ich danke an dieser Stelle aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben, und bis denn. Ciao.